Weihnachtsfeier in Kommern. Ein Fest für Flutbetroffene, organisiert von der Stadt Mechernich und dem Arbeiter-Samariter-Bund. Viele Familien sind gekommen zum Singen, Tanzen und Basteln oder einfach nur, um miteinander ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen. Ja, mir gefällt das wirklich gut. Die Kinder haben Spaß, ist mal eine Abwechslung zum Alltag. Finde ich richtig toll. Hier finde ich das ganz gut. Wie gesagt, auch von den Leuten, dass sie sich hier treffen. Wie gesagt, das waren viele in der Nacht, die sich da verdammt gut geholfen haben. Einer war für den anderen da. Und dann finde ich es auch gut von der Stadt und alles, dass die hier sowas machen für diese Leute, eine kleine Dankbarkeit. Oh, bis jetzt ist es ganz schön. Wir sind gerade mit den Kindern angekommen und ja, die Kinder haben Spaß, das ist die Hauptsache. In der Bürgerhalle in Kommern gibt es ein großes Kuchenbuffet. Und vor der Halle stehen schon die ersten Gäste am Glühweinstand. Die Weihnachtsfeier ist eine von mehreren Veranstaltungen für die Flutbetroffenen. Wir haben seit der Flut im Jahre 2021 engen Kontakt zum Arbeiter-Samariter-Bund. Und mit dem Arbeiter-Samariter-Bund haben wir uns einige Aktionen überlegt. Wir haben 4 Fahrten gemacht, wir haben eine Reittherapie für traumatisierte Kinder ins Leben gerufen, wir haben eine Rechtsberatung gemacht, wir haben Hilfsgüter beschafft und hatten jetzt die Idee, zum Ende des Jahres das Jahr nochmal in weihnachtlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen, damit die Flutopfer mal einen schönen Jahresabschluss haben. Ein Nikolaus und Süßigkeiten gehören natürlich auch zu dieser Familienweihnachtsfeier. Später am Abend bekommt jedes Kind noch ein Weihnachtspaket. Halleluja. Höhepunkt der Weihnachtsfeier in der Kommerner Bürgerhalle ist der Auftritt von Stefan Brings. Und er hat nicht nur Karnevalsmusik dabei. Wir haben ja auch 2 eigene Weihnachtslieder, ob du es glaubst oder nicht. Es gibt wirklich 2 aus unseren Weihnachtsshows. Und ansonsten kann man gucken, eine ordentliche rheinische Weihnachtsfeier wird ja irgendwann ein bisschen zur Karnevalsfeier, ne? Das ist ja, das gehört sich ja so. Aber auch über den 14. Juli, dem Tag der Flutkatastrophe, singt Stefan Brings. Ein Lied, das seine Band extra zum Gedenken an diesen Tag geschrieben hat. Ich war an dem Abend hier in Hostel oben und das war ja erst nicht klar. Also der Regen, ich habe nur irgendwann gemerkt, dass du, wenn du rausgehst, der Regen so dicht war, dass du kaum noch atmen konntest. Dann habe ich auch irgendwann das Fernsehen angemacht und habe auf dem WDR dann gesehen, was los war. Als man es dann kapiert hat, dann haben wir auch irgendwie als Band das getan, was wir tun können. Sind ein bisschen ins Ahrtal gefahren, haben für die Leute Musik gemacht, haben zu Spenden aufgerufen, aber mehr kannst du nicht tun. Und man ist ziemlich hilflos und kann sich auch gar nicht reinversetzen. Also wenn dir Haus und Hof da wegschwimmt und du Menschen verlierst. Viele hier reden an diesem Abend über die Flutkatastrophe und die Folgen für die Menschen. Das Weihnachtsfest in Kommern, ein Tag des Gedenkens und des Feierns. Ja.